Hi, ich bin Luisa von Einfach Backen. Bei uns gibt's jede Woche tolle Rezepte, daher abonniert doch gerne unseren Kanal, um auch dieses Rezept nicht zu verpassen. Wir machen heute eine Birne-Helene-Torte. Dafür braucht ihr eine Dose Birnen oder gekochte Birnen. Ihr braucht den abgetropften Saft, Speisestärke mit Mehl. Ihr braucht Sahne steif, Tortenguss, zweimal Zucker, Zartbitterschokolade, Vollmilchschokolade, Eigelb, Eiweiß, Sahne, eine Prise Salz, Vanillezucker und nochmal einen kleinen Block Zartbitterschokolade für die Dekoration. Wir starten mit unserem Eiweiß. Das wird jetzt zusammen mit Zucker und Salz aufgeschlagen, bis die Zuckerkörner sich gelöst haben. Und dann erst rühren wir vorsichtig die Eigelbe unter. So, ich habe gerade die Zuckerprobe gemacht, indem ich ein bisschen von der Meringe zwischen den Fingern gerieben habe. Der hat sich komplett aufgelöst, daher können wir die Maschine ausschalten. Dann schnappe ich mir meine Eigelbe. So, und die mache ich kurz ein bisschen kaputt, damit die sich besser verrühren lassen. Die hebe ich da jetzt vorsichtig unter, damit uns die Luft aus dem Eischnee nicht rausgeht. Ist auch eine schöne Variante, wie man ein Biskuit machen kann. Man muss das Eigelb nicht unbedingt mit aufschlagen, sondern kann es einfach unterheben. Da spart man sich zum Beispiel die Butter, wenn man ein bisschen einen kompakteren Teig haben möchte, da das Eigelb ja das meiste Fett hat. So, und dann sieben wir unser Mehl mit der Speisestärke auf einmal darüber und heben das noch schnell unter. Dann kommt das Ganze in eine 26er Springform am Boden mit Backpapier ausgekleidet und wird dann für 20 Minuten bei 180 Grad Ober-Unterhitze gebacken, 160 Grad wären es bei Umluft. So, weiter geht's mit unserer Füllung für die Birne Helene. Und zwar könnt ihr jetzt natürlich auch zuallererst die Birnen in Scheiben schneiden und auf den Boden geben. Oder wir starten mit der Creme, weil nachher die Schokolade in die Creme kommt und die muss ein bisschen schmelzen. Das dauert ein paar Minuten, deswegen in der Zeit, wo die Schokolade schmilzt, haue ich mir die Birnen auf den Kuchen. Gebe jetzt den Birnensaft, die 500 Milliliter, die aufgefangen wurden, plus mit Wasser aufgefüllt, in den Topf zusammen mit Zucker und mit Tortenguss. Das Ganze koche ich mir jetzt auf. So, in unseren warmen, heißen Tortenguss kommt jetzt unsere Schokolade. So, und wie vorhin schon gesagt, braucht die Schokolade kurz einen Moment, bis sie geschmolzen ist. Den geben wir ihr den Moment. Danach kommt noch 100 Milliliter von unserer Sahne dazu. Und in der Zwischenzeit fächere ich jetzt meine Birnen auf. Und leg die auf meinen Teig. So, wir geben jetzt zu dem Tortenguss mit der Schokolade geben wir ca. 100 Milliliter Sahne. Sollte vielleicht nicht ganz so kalt sein. Nicht, dass euch die Schokolade gleich wieder anzieht. So, und schon haben wir eine richtig coole Creme. Diese verteilen wir jetzt auf unseren Birnen. Einfach oben drauf geben.
So, und dann verteile ich die Creme, streiche die schön glatt. Und dann kommt das Ganze für 2 Stunden in den Kühlschrank. Wir zwischendrin keine Luftschlüsse haben, klopfe ich gleich nochmal von unten ein bisschen gegen den Tortenboden. Das heißt, ich hebe den hoch. Und klopfe hier so ein bisschen. Somit rutscht die Creme auch überall hin, wo sie hin soll. So, ziehe nochmal den Tortenring fest. Und jetzt kommt sie in den Kühlschrank. Wir lösen uns die Torte jetzt aus dem Rand. Dafür fahre ich mit der heiß abgespülten Palette vorsichtig am Rand entlang. Vorsichtig rauslösen. So, nimm nochmal die heiß abgespülte Palette, streich mir den Rand glatt. Das geht damit ganz gut. Dann haben wir unsere Sahne. Die schlage ich jetzt auf mit dem Sahnesteif. Jetzt nehme ich die Sahne und verteile sie auf der Schokocreme. Aus der Mitte heraus, damit das ein gleichmäßiges Ergebnis wird. Natürlich könntet ihr, wenn ihr einen höheren Tortenring habt, auch alles im Tortenring dann glatt streichen. Jetzt nehmen wir noch die letzte Hälfte unserer Birne, schneide die in dünne Scheiben und ordne die dann auf der Torte aus der Mitte heraus gefächert an. Und dann haben wir ja noch ein Stück Schokolade. Das raspeln wir und verteilen so richtig schön am Rand. So, jetzt nehme ich mir den Sparschäler und hobel mir da meine Schokospäne runter. So, und dann kommen die Späne hier an den Rand. Am besten ist, ihr habt kühle Hände, nicht so warme wie ich. Dann schmilzt euch die Schokolade nämlich auch nicht in den Fingern. Und fertig ist unsere Birnen-Helene-Torte. Sie sieht wunderschön aus und wird auch garantiert sehr gut schmecken. Den Link zum Rezept findet ihr wie immer unter diesem Video in der Infobox. Und wenn ihr Bock habt auf noch weitere tolle Rezepte, dann abonniert unseren Kanal. Und was wir auch noch hätten, wäre unser Einfachbacken-Online-Kurs. Den findet ihr oben rechts. Wir schneiden die Torte gleich noch an, damit ihr den tollen Anschnitt noch sehen könnt. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wie euch die Torte geschmeckt hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt einfach backen. Tschüss!